Und in diesem Dreieck von, da ist eine tiefe Bedeutsamkeit drin und gleichzeitig auch so eine Angst, so ein Wuff und ein, oh, da kommt Energie auf. Ich glaube, dass in diesem Dreieck wir ganz viel für uns und gleichzeitig auch für alles, was uns umgibt. Sehr schön. Wir haben heute die große Freude, uns langsam mit unseren Quests vertraut zu machen. Was sind eigentlich Expeditionen, die ich hier in diesem Space, sowohl hier vor Ort in Polen, als auch im Anschluss online machen möchte? In ein Thema, in eine Frage, in eine konkrete Herausforderung, in ein konkretes Projekt oder. Und in diesem Dreieck von, da ist eine tiefe Bedeutsamkeit drin und gleichzeitig auch so eine Angst, so ein Wuff und ein, oh, da kommt Energie auf. Ich glaube, dass in diesem Dreieck wir ganz viel für uns und gleichzeitig auch für alles, was uns umgibt, kreieren können, wachsen dürfen. Und das viel zu holen. Ich mag die Einladung aussprechen in unseren individuellen Quests. Einerseits an den Archetypen, super. Romantic, Guardian, Genius, Mystic, als auch an unseren vier Realms of Service, wo wir gestern viel drüber gesprochen haben, im Familienbereich, im Community-Bereich, Organization, Work und Gaia, Planet as a whole, daran gerne anzudocken. Und das kann so aussehen, dass wir uns für jeden dieser acht Bereiche einen Quest suchen und uns die Frage stellen, was möchte ich hier erkunden? Verkörpern, aufbauen, lernen, verstehen, fühlen und so weiter. Und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier. Möglichkeit. Wir können natürlich auch das zusammenbringen und fusionieren. Vielleicht geht es auch uns nur um eine Sache, die irgendwie von allen Energien gehalten wird. Vielleicht merken wir auch, hier zusammen kommt irgendwie eine Frage oder ein Projekt, ein Thema. Und hier und hier und hier und hier. Oder. Ich glaube, von 1 bis 8 ist alles möglich. Was ich aber gern sichtbar machen möchte, ist, dass die Magie für mein Gefühl darin besteht, wenn wir sehr divers sind. Wenn ich sage, okay, meine Nummer 1 Baustelle ist hier und dann gehe ich jetzt all in und mache nur das und alles andere klammere ich aus. Da passiert, glaube ich, nicht so viel und dann sind wir irgendwie wieder einseitig unterwegs. Sondern gleichzeitig im Familiencontainer zu sein und gleichzeitig in dem Container zu sein und Guardian Integration zu machen und hier auch noch, so das ist etwas, was erstmal unser System irgendwie so dehnt. Und gleichzeitig in dieser Komplexität zu sein, haben wir hier ja schon gespürt, ist essentiell wichtig. Und nicht so in so eine Vereinfachung zu gehen und zu sagen, ach, das ist mir viel zu kompliziert, ich fokussiere mich nur auf Community. Und gerne auch in unseren Quests uns an den verschiedenen Energien, die mit den Archetypen einhergehen, zu inspirieren zu lassen. Also, so der Inner Guardian sagt, konkrete, messbare Ziele. Und es ist bestimmt hier auch powerful. Und gleichzeitig sagt Romantic, es geht eher um Qualitäten, die wir erkunden wollen. Und dann sagt vielleicht der Genius, nee, es geht eigentlich um Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Und in allem steckt wahrscheinlich ein bisschen Magie drin. Das heißt, auch da die Einladung. In unseren Quests und auch in der Formulierung dessen, auch da dieser Diversität zu bedienen und einerseits auf solche Erkundungsreisen zu gehen und andererseits sich aber vielleicht auch zu challengen und ganz konkrete Deadlines und Ziele zu setzen. Ja, glaube ich, gut, oder? Ja. Das ist aber da. Das noch hier. Heute sich einen Platz in diesem Haus zu suchen, wo wir unsere Quest-Wall anbringen. Kannst du mal ein Quest-Beispiel nennen zum Beispiel? Ja. Wie würdest du es machen? Wenn ich merke, ich möchte gerne Romantic Integration machen, könnte ich mir beispielsweise sagen, ich möchte das Gefühl von
kindlicher Freude erkunden und möchte in meinem Leben mehr Raum für kindliche Freude erschaffen. Weil ich spüre, das ist mein Gateway zum Inner Romantic. Und das könnte eine Komponente sein, die für mich sich wichtig anfühlt, aber auch so ein bisschen, das kenne ich gar nicht so richtig. Kann ich das? Bin ich da noch serious? Was halten die Leute in meinem Job, in meinem Business dann von mir? Und gleichzeitig aber auch so ein Bauer kommt Energie, spielen. So, da habe ich irgendwie Lust drauf. Das könnte ein Quest sein. So ein Guardian-Quest könnte sein. Jeden Tag. Kraftring. 50 Klimmzüge. Auf welchen Zeitraum denn? Bis Ende November. Ah, okay. Unsere gesamte Journey, 300 Monate. Okay. Ja. Mhm. Hier könnte ein Quest sein. Ich möchte meinen Ort für meinen Community-Hort finden. Hier könnte mein Quest sein. Ich möchte, weiß ich nicht, meinen Ecological Footprint lowern. Ich möchte herausfinden, wie kann Zero Waste Ernährung passieren. Wie kann. Oh, whatever. Ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür, wie das aussehen könnte. Das Schöne ist, dieser Prozess, wenn du deine Quests gut formulierst, wird das dein Vehikel sein, um deine bisherige Welt, aka ich mache ganz viel Impact hier und ganz viel Impact hier, zu verbinden mit deiner Intention, warum du hier bist, Selfcare und so weiter, weil da finden dann vielleicht hier Quests statt oder hier Quests statt und das wird so ein wow, ich will dem weiter entsprechen und das dazu holen und das auch noch dazu holen und aus diesem ganzen Quest-Gebilde darf ein Gefühl kommen von, boah krass, wenn ich in die Richtung gehe, dann ist das einfach nur geil. Und dann habe ich irgendwie alles, was mir wichtig ist. Braucht man ja auf jeden Fall auch nicht Disziplin dahinter. Ich glaube, Disziplin ist eine Komponente und gleichzeitig ist das Gegenteil von Disziplin eine Komponente. Es ist halt nicht, ich setze mir 8 Quests und baller da durch, weil diese Quests kannst du nicht durchballern. Die passieren dadurch loslassen. Und die passieren dadurch erkunden und durch einfach mal gar kein Schedule haben und einfach mal gucken, was passiert. So. Ich habe mich gerade gefragt, ob man auch ein overall großes Quest nehmen könnte, was jetzt nicht in den 3 Monaten erreichbar ist, aber das Obertopic ist und dann Quests in den einzelnen. Also konkret jetzt, Projekt Kreta kriege ich jetzt nicht in 3 Monaten dann Community aufgebaut. Genau. Aber ich würde es halt trotzdem nehmen. Ja. Und dann vielleicht zu sagen, was sind die Ingredients manageable dafür? Ja. Quests an, ja. Also quasi ja. So Untertopics, ja. Die ich vielleicht in 3 Monaten erreichen kann. Ja. So verstehe ich das dann richtig. Voll. Und gleichzeitig aber zu erkennen, es geht ja nicht nur um Projekt Kreta, sondern es geht ja auch um. Nein. Also hier hat ja auch ganz viel mit dir persönlich zu tun. Genau. Und ja, das denke ich, ist wahrscheinlich sowieso die erste Komponente. Genau. Ja. Das halt auszubalancieren von, ja, okay, Projekt Kreta, aka, we want to build a beautiful space und so weiter. Und hier gibt es dann ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel, ich will, I don't know, der Architekten finden, something, und so weiter. Und dann halt aber auch ein, okay, das ist wichtig und gleichzeitig ist es mir wichtig, wie ich nehme jetzt mal das Beispiel von gerade eben, meine kindliche Neugierde weiter zu erkunden. Ja. Weil ich weiß, das ist für mich wichtig und am Ende ist es auch wieder fürs Projekt wichtig und das Projekt ist auch wieder wichtig für mich. Und ja. So entsteht dann halt so ein großes Konglomerat von irgendwie Dingen, die alle Synergien haben. Das finde ich richtig gut, weil man sich sonst fokussiert auf so ein Projekt und genau. Muss das irgendwie erreichen. Also genau. Und dann aber vielleicht, okay, ich merke als Manifesto, ich brauche auch Zeit für mich. Genau. Wie kann ich das genau. Integrieren? Genau. Oder mein Mystik, genau. Der noch voll. Raum. Ja. Und am Ende wirklich ja zu erkennen, alles, jeder der Quests hat am Ende einen positiven Effekt auf all die anderen. Das Projekt, was du konkret vorhast, wird so viel schneller und so viel erfolgreicher, wenn du hier dein und hier dein und so weiter, weil dann, keine Ahnung, du brauchst irgendwie Ressourcen, Geld, Support, whatever, okay, ich mache eine Story, boom, die ist in der richtigen Energie, die Leute kommen zu mir und so weiter, als wenn ich alles hier drauf fokussiere und mich abmühe und es geht nicht voran. Ja. Ja. Schön. Ho. Bis morgen um 9 Uhr. Viel Zeit, genau, morgen um 9 Uhr wieder Sharing Circle und 9:30 Uhr machen wir die Tour durch die Walls. Okay.
Heute geht Castoria so richtig los. Alles bisherige war Warm-up. Ankommen, landen, kennenlernen, Basis legen, eintunen, Unterkunft, essen, schlafen, Prozesse, Kommunikation und so weiter. Ort, ankommen. Aber jetzt starten wir so richtig. Jetzt geht's los mit unseren Quests. Wow. The adventure begins. I just took a little bit of time to dive into my personal quests. Of course, I will be following my own quests as well. Not just be the host and the guide. The next 3.5 months will be... Why am I speaking English? Every day! Ich wollte doch diese Videos in Deutsch machen. Every day the same thing happens. Beautiful. Ich bin gerade in meine eigenen persönlichen Quests reingedeift, denen ich die nächsten 3,5 Monate folgen werde. Und ja, es wird intensiv. Und es wird sehr facettenreich. Ganz viele unterschiedliche Energien. Es wird zielgerichtet, es wird strukturiert und gleichzeitig wird es erkundend, erfahrend, emotional. Es wird verbindend und gleichzeitig wird es ambitioniert. Und diese Komplexe, die zu halten, nicht nur in eine Richtung zu rennen, nicht in unserem Leben nur für Community oder für Unternehmertum oder für Liebe oder für Wachstum oder für Freiheit loszugehen, sondern für all das und noch so viel mehr. Das ist, wonach diese Zeiten fragen. Das ist, was wirklich gebraucht wird. Dieses eindimensionale Denken hinter uns zu lassen und in der Komplexity zu navigieren und uns davon nicht überfordern oder einschüchtern zu lassen und daher wieder in so eine Einfachheit reinzugehen und sagen, alles weglassen, sondern nur das, sondern in dieser Diversität zu schwimmen. Exciting process. Ich merke, wie das unsere Custodians ordentlich herausfordert. Sie sitzen in ihren Ecken mit qualmenden Köpfen und bangenden Herzen und gleichzeitig mit viel Freude. It's a process. Wow. Fühlt sich nach meiner idealen Wirkungsstätte an, das, was hier passiert. Dinner? Deutsch. Wir hatten ein wunderschönes Gemeinschaftsessen. Es ist so krass, es ist so drin. These vlogs are in English. End of next week. Gonna be back in Bali. Then in English again. For now German. By the way, das ist unsere wunderschöne Sauna. Wood-fired Sauna. Feuer brennt schon. David hat gerade schon angefeuert. Abends springen wir da immer rein. Brutzel, Brutzel. Oh. Stimmt schon richtig warm. Eine Einladung. Wenn ihr spürt, das, was wir hier machen, bewegt euch. Nächste Opportunity. 1. Dezember in Bali. Zu Hause. Im Schoß von Mama Bali findet Custodia Cohort 2 statt. Gar nicht mehr allzu lange hin. December 1st until December 22nd. 3 Wochen vor Ort in Bali. Und danach online weiter die Journey. Embody and Custodianship. Tiefer sinken in unsere eigenen Verkörperung von dem, was wir in der Welt sehen wollen, um dadurch noch auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Scale dienen zu können, serven zu können. In unseren Familien, Communities aufzubauen, in unseren Organisationen, in unserer Arbeit und am Ende dem Planeten als großes Ganzes. Das ist die Richtung für Custodia. Morgen werden wir in unser Quest-Sharing gehen. Das wird so spannend. Ich mache natürlich auch mit. Big things are coming. Wow, wow, wow. Unterhalb ist der Link zur Mappe mit allen weiteren Infos über Custodia und auch der Möglichkeit, euch zu bewerben. Also das war für mich schon so ein starker Energieplatz. Und
Stefan ist tatsächlich da auch allein hin und hat mich da mitgenommen in den Bildern. Und wie wenn ich dann schon irgendwie live vor Ort gewesen wäre. Und als ich dann tatsächlich auch dort war, bin ich ausgestiegen und habe echt so Tränen in den Augen und Gänsehaut gehabt und habe gespürt, wow, also das ist wirklich ein Kraftort. Ja. Ihn mitzunehmen und ihm dort letztendlich eine Perspektive zu geben und ja auch eine Wertschätzung, ja, für das, was er im Prinzip für mich getan hat, ja, das es ist mir ganz wichtig und das fühlt sich einfach so sinnig und so stimmig an, ja, einfach die Generationen wieder zusammenzuholen, ja. Also wohnen und so kann man da noch nicht, aber wie man sieht, kann man schon ein Picknick machen. Also da ist jetzt schon ein Picknickkorb und eine Sitzecke. Und oh, ihr Lieben, alles fällt an seinen Platz. Das war unsere regelmäßige New Earth Spaces Mastermind-Gruppe, die ich gegründet habe mit zwei Handvoll Menschen, die für ganz wundervolle Land-Projects, Community-Projekte losgehen, Orte erschaffen. So wie wir mit Custodia. Und heute war mein Papa und Andi seine Frau dran, die vor 2 Tagen die Zusage für ihr Grundstück in Südtirol bekommen haben. Unglaublich schön. Ist noch gar nicht lange her, da haben wir noch hier gemeinsam gerätselt, was sind die richtigen Orte und haben alle Kriterien sortiert und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich sowohl für sie schon ihr Home in Südtirol manifestiert, als auch gleichzeitig für uns auf Bali. Wow. Wow, wow, wow. Und auch ein Retreat Space dort bauen. Gleichzeitig natürlich auch ihr Zuhause dort haben. Unser vielleicht Part-Time-Zuhause, wenn wir mal auf Europa-Besuch sind. Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Things are falling into place. That's it for today, Freunde. Morgen geht's weiter. Morgen geht's in unsere Quests. Intensiv. Kribbelnd. Vorfreudig. Ich werde natürlich auch meine persönlichen Quests mit euch teilen, die ich die nächsten 3,5 Monate angehen werde. Einiges kommt da. Einiges, einiges. Danke für die gemeinsame Zeit heute. Wir sehen uns morgen wieder. Grüße aus Polen.